Hallo, mein Name ist Oliver Bellersheim. Ich bin Bundestrainer im Kickboxsport für die Nationalmannschaft und ich bringe den Menschen in Köln und in Bonn Kickboxen bei. Und nebenbei natürlich quäle ich sie ohne Ende. Das ist mein Hauptjob. Ich möchte aber in diesem Video euch die drei Ziele im Kickboxsport nennen, die ihr persönlich für euch und sofort auch umsetzen könnt. Bevor ich zu diesen drei Zielen komme, möchte ich euch allerdings eine ganz kleine Geschichte erzählen dazu, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und außerdem habe ich noch einen Bonus für euch, auch am Ende so ein kleines Home-Workout. Kommen wir zur Geschichte. Und zwar, das Ganze bezieht sich natürlich auf mich und auf meine Kumpels, wie das Ganze angefangen hat. Vor ungefähr 20 Jahren sind wir nach Köln gekommen, waren drei verschiedene Studenten, haben uns kennengelernt und wollten Kickboxen weitertreten. Wir hatten zwar unser Gym verlassen, haben aber in Köln nichts Adäquates gefunden. Bedeutet, wir mussten eigentlich selber weitermachen. Wir haben uns dann auch getroffen, immer zu dritt, haben uns da eigentlich immer nur geschlagen, mehr nicht, und das war's. Ne? Eigentlich war das nicht so cool, weil das ist genau das Vorurteil von Kickboxen, was man so kennt, aber es gab eine Wende. Meine Freundin damals hat gesagt, Mensch, nimm mich doch mal mit zu dem Kickboxen, ich möchte fit werden. Und ich habe gesagt, nein, das ist nichts für dich, lass das lieber mal weg. Und dann meinte sie nur, komm, dann mach das doch mal so viel für mich. Und ich habe noch ein paar Freundinnen, die hätten auch Bock drauf. Und dann habe ich das meinen Kumpels vorgeschlagen, die fanden das extrem uncool. Die wollten das überhaupt gar nicht, dass dieser Kickbox-Sport in diese Fitnessrichtung gelenkt wird. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich mache mit euch weiter, Kampfrichtung und Technik, mache aber dazu getrennt den Fitness-Kickbox-Bereich auf. Und das haben wir gemacht und damit standen auch eigentlich genau diese drei Ziele fest, die du persönlich auch im Kickboxsport wahrnehmen kannst. Ich komme zu Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist natürlich der Kampf. Der Kampf ist der Ursprung, warum Kickboxen überhaupt da ist, wie Kickboxen entstanden ist, ganz klar. Und wenn du Interesse hast am Kämpfen, klar, dann bist du eigentlich genau richtig, dann kommst du nach Köln, nach Bonn, ich nehme dich mit zum Nationalkadertreffen oder vielleicht sogar zur Weltmeisterschaft, wer weiß, wie gut du bist. Ziel Nummer 2, um auch darauf jetzt zu kommen, ist die Technik. Und da geht es um den schwarzen Gürtel. Klar, jeder, der anfängt, der möchte gerne den schwarzen Gürtel haben. Wenn ich meine Kollegen alle frage, ja, schwarzer Gürtel ist doch nicht so wichtig, wer braucht schon den schwarzen Gürtel? Aber ich glaube, die können sich gar nicht mehr in deine Situation reinversetzen, so nach dem Motto, wow, wie geil. Ne? Die waren nämlich früher genauso, boah, ich hätte gerne den schwarzen Gürtel. Seitdem sie den haben, finden sie es nicht mehr wichtig. Aber es ist ein Anreiz. Der schwarze Gürtel, sagt man auch im Budo-Sport, man hat die Fähigkeit, jemand anderen wirklich ernsthaft zu verletzen. Und damit meine ich, sich verteidigen zu können. Richtig gut verteidigen zu können. Und das ist das Ziel Nummer 2. Arbeite nach oben. Gürtelprüfungen bringen dich weiter hoch zu deinen Techniken. Es gibt 8 verschiedene Level. Und dann irgendwann hast du den schwarzen Gürtel. Das ist doch mal auf jeden Fall ein Ziel. Und dann sagst du, ey, nicht so, Vorsicht, geh mal zurück, ich mache hier Cross-Fitness oder so, sondern kannst du sagen, hey, ich habe einen schwarzen Gürtel, geh bitte mal 3 Schritte zurück. Das ist doch mal ein bisschen was Besseres, oder? Kommen wir zu Ziel Nummer 3 und da geht es jetzt genau um die Fitness-Geschichte. Fitness-Kickboxen, ja, also 80% bei uns im Verein, Frauen auch, um es mal deutlich zu sagen, nutzen diesen Kickbox-Sport, um fit zu werden, um abzunehmen. Wir haben auch ein spezielles Programm dazu entwickelt. Unter kickboxigfit.de kannst du Ernährungscoaching und Trainingscoaching machen. Das heißt, du lernst Kickboxen, du bekommst eine Ernährungscoaching-Geschichte mit auf dem Weg. Und ich habe gestern auch jemand getroffen, eine Frau, die 24 Kilo abgenommen hat innerhalb der letzten 6 Monate, die sich herzlich bedankt hat auch bei mir, gesagt hat, Mensch, es war die beste Sache überhaupt. Und sie möchte jetzt, nachdem sie abgenommen hat, die Gürtel machen. Sie möchte jetzt in die Richtung gehen, den nächsten Gürtel zu schaffen und zu realisieren. Natürlich liegt Kämpfen für sie noch weit weg und vielleicht möchte sie das auch gar nicht mehr machen. Ich möchte damit nur sagen, diese 2 Ziele sind auf jeden Fall für die meisten schön zu erreichen und zu realisieren. Und vielleicht ist es auch ein Ziel für dich. Damit möchte ich auch direkt zu einem Bonus kommen in diesem Video, damit du zu Hause sofort auch ein bisschen was umsetzen kannst. Und zwar ein kleines Home-Workout-Video, was ich für dich gedreht habe, zusammen mit der Sarah, die ihr in diesem Video kennenlernen werdet. Und wir haben 6 Übungen für euch bereitgestellt. 6x1 Minute Netto-Training, mehr nicht. Ich sage euch nur, es sind die 6 härtesten Minuten, die du jemals zu Hause trainiert hast. Und da kannst du dich vergleichen mit der Sarah. Und ich habe auch noch
eine Tabelle hinzugefügt, um dich mal mit unseren Kämpfern, mit den männlichen Profis zu vergleichen, wo du da ungefähr liegst. Ne? Ich sag mal, die Sarah kannst du vielleicht knacken, aber bei den männlichen Profis, da wird es sehr, sehr schwer. Ne? Da wird es wirklich schwer. Da gehen wir schon so in die Richtung 500, 600 Punkte. Und die Sarah lag, glaube ich, bei 400 Punkte so um die Ecke. Und wenn du anfängst, lass mich mal einschätzen, ich schätze, du schaffst so 300 Punkte ungefähr. Ja, also alles, was ihr dazu tun müsst, ist einmal Name und E-Mail mir zukommen zu lassen, hier in dem Feld auch, auf der Internetseite. Und dann schicke ich euch das Video zu für zu Hause und da habt ihr die nächsten Wochen auf jeden Fall dran zu beißen. Schicke euch den Zettel zu, wo ihr Ergebnisse eintragen könnt, damit ihr es auch schön summieren müsst und so. Und natürlich die Vergleichstabelle, um euch zu vergleichen, wo stehe ich im Vergleich zu meinen weiblichen oder männlichen Konkurrenten. Ja, ich würde sagen, jetzt E-Mail, Namen hinterlassen. Ihr bekommt sofort auch das Video zugeschickt, könnt direkt zu Hause anfangen. Ich bin mir sicher, wir sind in Köln und in Bonn. Ihr seid herzlich eingeladen zum Probetraining. Wir sehen uns garantiert mal da. Gebt einfach CK-Team ein, Bonn oder Kickboxen Bonn, Kickboxen Köln. Ihr findet das CK-Team immer, ckteam.de. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im Training. Viel Spaß wünsche ich dir.